Hello, Liftoff Film Festival friends. I'm Paul Philip, the director of The Peculiar Abilities of Mr. Mahler. The inspiration for the film came from two sources. On the one hand, my personal involvement with the subject of how it feels for parents when their child simply disappears, as I had just become a father at the time. On the other hand, from a case from German history that we came across during our research. Liftoff was very special for our film. The film was screened at Manchester and London Liftoff Festival, where we received a special mention. Then at the Berlin Liftoff Festival, we won Best Short Live Action. And on the Liftoff Season Award 2018, we were nominated in 7 categories and won Best Leading Actor and Best Director. So many thanks for that. So of course, we are very happy that the film can find even more viewers here on the Liftoff channel. And now, enjoy the film. Das hier erscheint morgen früh im Westen. Die haben uns mal wieder als Menschenfresser hingestellt. Diese Kiefers haben doch Verwandte im Westen. Ist also nur eine Frage der Zeit, bis sie von diesen Berichten erfahren. Wenn das irgendwie in den Westen gelangt, dann erscheint vielleicht wieder so ein Artikel. Dann der nächste, dann noch einer. Dann gibt's diplomatische Verstrickungen, die eskalieren und am Ende rollen Köpfe. Unsere Köpfe. Erklären Sie den Eltern einfach, dass Ihr Kind in die Spree gefallen ist und dass Sie endlich diese Sterbeurkunde unterschreiben müssen. Ich sage Ihnen ganz offen, Mahler, ich halte nichts, gar nichts von Ihren besonderen Fähigkeiten. Es ist mir egal, wie Sie es anstellen. Wenn Sie mir die Unterschriften bringen, werde ich dafür sorgen, dass Sie befördert werden.
Wir haben keine Kinder, nicht wahr, Kindersoberst? Wenn Sie Kinder hätten, wüssten Sie, dass es mir nicht um eine Beförderung geht. Hier wurde Henry Kiefer geboren. Hier ist er groß geworden. Hier hat er gespielt, gelernt, gelebt. Und dann? Ich will das nicht einfach so hinnehmen. Sie sind kein Idealist, Maler. Wissen Sie, draußen im Auto sitzt mein Chef. Er winkt mir mit einer Beförderung, wenn ich Sie dazu bringe, das hier zu unterzeichnen. Leider, aber das kommt für uns nicht in Frage. Wir unterschreiben das auf gar keinen Fall. Sonst hören Sie doch auf, nach ihm zu suchen. Ja, ich denke auch, Sie sollten nicht unterschreiben. Henry ist am frühen Abend des 4. November verschwunden. Also vor mehr als 6 Wochen. Sie, Herr Kiefer, waren zu diesem Zeitpunkt noch bei der Arbeit? Das letzte Mal gesehen wurde Henry von Ihnen, Frau Kiefer, hier in diesem Garten. Ja. Von der Grundstücksgrenze bis zur Spree sind es nur 232 Meter. Sie selbst haben angegeben, dass Sie wenige Tage zuvor... solche Papierschiffchen mit Henry gebastelt haben. Außerdem haben Sie ausgesagt, dass Henry das Wasser liebte. Der 4. November war ein sonniger, aber sehr windiger Tag. Entschuldigen Sie, aber das haben wir ja schon zigmal... durchgekaut. Natürlich. Ja, wir wissen alle, dass sehr viele Indizien dafür sprechen, dass Henry in die Spree gestürzt und ertrunken ist. Ich sag's Ihnen ganz offen, die haben keine Lust mehr auf diesen Fall. Wir haben 6 Wochen lang alles abgesucht und nichts gefunden. Und warum schicken die uns jetzt noch mal jemand Neues? Man hat mich nicht geschickt. Ich habe den Fall aus freien Stücken übernommen. Und warum? Genau wie Sie kann ich mich nicht damit abfinden, dass einfach so ein Kind verschwindet. Es muss dafür irgendeine Erklärung geben. Ich glaube, dass bei den bisherigen Untersuchungen einige wesentliche Details außer Acht gelassen wurden. Man spricht mir gewisse parapsychologische Fähigkeiten zu. Die einen nennen es außersinnliche Wahrnehmung. Die anderen sagen dazu Hellseherei. Können
Können Sie Henry sehen? Können Sie mit ihm sprechen? Gabi, das ist doch Mumpels. Hm? Haben Sie mal von dem klugen Hans gehört? Es war kurz nach der Jahrhundertwende, da machte ein Pferd Furore, das rechnen konnte, der kluge Hans. Man ließ sogar eine Expertenkommission kommen, also Wissenschaftler, die das ganz genau überprüften. Und tatsächlich, egal welche Rechenaufgabe sie dem Pferd stellten, es klopfte mit dem Huf immer das richtige Ergebnis. Ein Wunder. Es gibt Dinge in dieser Welt, für die es scheinbar keine Erklärung gibt. Also können Sie Henry sehen? Ich habe ihn sozusagen vor dem inneren Auge. Henry hätte das gefallen. Die Geschichte mit dem Pferd. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mich nochmal umsehen würde? Ist das Ihr Bruder? Matthias, richtig? Sie haben Scheu, über ihn zu sprechen, weil er illegalerweise in den Westen rübergemacht ist. Und diese Information haben Sie jetzt telepathisch aus dem Jenseits empfangen, oder wie? Nein, das nicht. Steht in Ihrer Akte. Aber es ist nichts, was uns beunruhigen sollte. Oder doch? Was hat das mit Henry zu tun? Keine Ahnung. Aber vielleicht kommen wir ja noch drauf. Westgeschenke. Ich habe auch einen Onkel in der BRD. Der schickt mir immer Westzigaretten zu Weihnachten. Dabei bin ich strikter Nichtraucher. Verrückt. Geknackst? Ja, solange ich denken kann. Ich wollte das immer mal beheben, aber er ist bisher nicht dazu gekommen. Man kommt da schwer ran, ja. Unter der Treppe ist der Abgang zum Keller. Ja, Stauraum. Kohlenkeller, die Einmachregale. Getroffen. Bekanntes Kind. Darf ich das wohl vorübergehend einstecken? Sie kriegen es natürlich zurück. Klar. Ach, einen kleinen Kinderkoffer, den Henry zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Der ist verschwunden. Am selben Tag wie Henry. Das ist unsere letzte Hoffnung. Dass der Junge einfach nur seinen Koffer genommen hat und weggegangen ist. Mein Kaffee dürfte jetzt wohl endlich abgekühlt sein. Wollen Sie sich nicht noch den Keller angucken? Nein, danke. Ich habe genug gesehen. Warum haben Sie denn dann nach der Treppenstufe gefragt?
Ich habe Ihnen doch vorhin vom klugen Hans erzählt, dem Pferd das rechnen konnte. Nun, das war nicht die ganze Geschichte. Nach vielen Untersuchungen fand nämlich ein Student heraus, dass das Pferd nicht rechnen konnte, sondern dass die anwesenden Menschen in Erwartung des richtigen Ergebnisses eine besondere Anspannung ausdrückten. Durch ihre Körperhaltung oder indem sie den Atem anhielten. Dank dieser kaum wahrnehmbaren Signale wusste das Pferd immer ganz genau, wann es aufzuhören hatte mit dem Klopfen. Es ist also nichts Übersinnliches im Spiel. Es ist alles nur eine Frage der Sensibilität, der Beobachtungsgabe, Einfühlungsvermögen. Ich habe mich nicht in Ihre Wohnung umgesehen, um irgendetwas Neues zu erfahren. Ah ja. Und was hat der kluge Hans beobachtet? Er hat beobachtet, dass Sie sehr auskunftsfreudig waren, als es um die Treppe ging. Also gehe ich mal davon aus, dass sich im Keller keine Geheimnisse verbergen. An anderer Stelle dagegen waren Sie sehr viel zurückhaltender. Ich bin mir sicher, dass Henry nicht in der Spree ertrunken ist. Ich denke, jemand hat ihn verschwinden lassen. Was? Aber wer tut denn sowas? Sie glauben, wir haben Henry... Wie bitte? Das ist doch absurd! Ist es das? Ich finde die Theorie, die Ihr Mann hier aufstellt, gar nicht so abwegig. Lassen Sie uns mal nachdenken. Angenommen, Ihr Bruder Matthias, der vor 4 Jahren rübergemacht ist, hat versucht, Ihnen ebenfalls eine Republikflucht schmackhaft zu machen. Weil es aber diesen hässlichen Makel der Verfassungsfeindlichkeit in Ihrer Familie gibt, befürchteten Sie, abgehört zu werden. Deshalb benutzen Sie für die Telefonate mit Ihrem Bruder nicht Ihr eigenes Telefon, was ja einwandfrei funktioniert, sondern die Telefonzelle unten auf der Straße. Wobei ich Ihnen sagen darf, dass in solch einem Fall wahrscheinlich auch die Telefonzelle abgehört worden ist. Verstehe. Darin bestehen also Ihre besonderen Fähigkeiten. In der Stasi-Überwachungstechnik, ja? Ich habe es ja bereits gesagt, es geht nur um Aufmerksamkeit. Schauen Sie. Henry hat die Szene dargestellt, wie Sie mit Ihrem Bruder telefonieren. Weiterhin ist denkbar, dass Sie dem Drängen Ihres Bruders irgendwann nachgegeben haben und ebenfalls planten, die DDR illegal zu verlassen. Natürlich nicht ohne Ihr Kind. Deshalb gehe ich davon aus, dass Sie früher oder später Henrys kleinen Koffer mit den nötigsten Sachen gepackt haben. Meine Kollegen aus der Abteilung Pass- und Meldewesen haben mir folgende Informationen zukommen lassen. Am 2. November bekam Herr Martin Belo, ein Kollege von Ihnen, Herr Kiefer, Besuch aus dem Westen, der in einem Opel Kadett anreiste. Als ich vorhin hier ankam, bemerkte ich einen dunklen Fleck auf dem Boden vor Ihrer Garage. Dieser Fleck hatte einen bemerkenswerten Negativumriss. Und ich bin mir sicher, dass bei einer genauen Untersuchung herauskäme, dass er exakt der Form des Kofferraumbodens eines Opel Kadett entspricht. Es sieht also so aus, als hätte jemand einen doppelten Boden in den Kofferraum eines Opel einbauen wollen und als hätte er dafür den Kofferraumbodenbelag herausgenommen und auf den Boden vor Ihre Garage gelegt. Und als wäre ihm dabei das Malheur passiert, darüber einen Kanister Öl auszugießen. Die Frage ist nun, warum bauen Sie in Ihrer Garage einen doppelten Boden in den Kofferraum dieses Opels? Denkbar wäre, dass Sie Ihr Kind und seinen kleinen Koffer in diesem Versteck in die BRD geschmuggelt haben, um selber zu einem späteren Zeitpunkt hinterherzureisen. Nämlich dann, wenn sich die Wogen um Henrys Verschwinden gelegt haben und hier keine Polizei mehr rumschnüffelt. Eigentlich ein guter Plan. Aber er hat einen kleinen Haken. In dem Moment, wo Sie mit Ihrer Unterschrift Henry offiziell für tot erklären, gibt es nichts mehr, was Sie hier noch hält. Und bei Ihrem familiären Hintergrund in die BRD bestünde natürlich erhöhte Fluchtgefahr. Die Stadtsicherheit würde sicher ein ganz genaues Auge auf Sie werfen. Und um das zu umgehen, weigern Sie sich, die Sterbeurkunde zu unterschreiben. Das ist vollkommen konstruiert. Das ist alles Spekulation. Ja? Sie können uns nichts nachweisen. Uli. Selbst wenn wir die Flucht geplant hätten. Haben Sie denn? Ja. Gabi, bitte lass dich doch nicht... Er weiß es!
Er weiß das alles doch! Darf ich das als Geständnis betrachten? Nein, nein, nein! Selbst wenn, und ich sage, wenn wir die Flucht geplant hätten, ja? Selbst wenn wir vorgehabt hätten, unser Kind im Westen rüberzuschmuggeln, ne? Dann wäre es trotzdem nicht dazu gekommen, weil er vorher verschwunden ist! Das ist doch absolut lachhaft! Wo soll es denn sein, ihr Kind, wenn nicht im Westen? Und wo ist dein Koffer? Haben Sie mal überlegt, was passieren kann, wenn Sie einen Siebenjährigen mit Fausthahn betäuben? Oder mit Waschäther? Sie wissen ja gar nicht, wie man das dosiert. Und ist Ihnen klar, dass man in so einem Kofferraum ganz leicht ersticken kann? Das ist alles Spekulation. Sie können uns nichts nachweisen, gar nichts. Sie wollen uns Angst machen, verunsichern, einschüchtern, ja? Sie wollen uns eine Schuld einreden, weil Sie nichts gegen uns in der Hand haben. Ob Sie es glauben oder nicht, ich war auch mal ein Kind. Dieses ganze ideologische Gerede ist mir völlig egal. Wollen Sie rüber machen, wollen Sie hier bleiben? Wächst Ihr Kind im Westen auf oder hier im Sozialismus? Was spielt denn das für eine Rolle? Aber Henry braucht eine Heimat. Er ist hier in diesem Land geboren. Hier ist er verwurzelt. Hier ist er zu Hause. Es geht mir nicht um Politik. Es geht mir nur um den Jungen. Wir wollen doch nur unseren Sohn zurück. Wir haben Henry nicht entführt. Selbst wenn es so wäre und Henry wäre in den Fluss gestürzt, dann haben Sie immer noch in einer Verantwortungslosigkeit der übelsten Sorte Ihre Aufsichtspflicht verletzt. Wie Sie es auch drehen und wenden, Sie haben sich schuldig gemacht. So oder so kriege ich Sie dran. Sie haben eigentlich nur die Wahl des geringeren Übels. Dieser Mann da, der hat nicht das geringste Interesse daran, Henry wiederzufinden. Der will uns nur die Schuld an seinem Tod einreden. Der will uns dafür verantwortlich machen. Gabi, die hängen uns alles Mögliche an. Wenn du jetzt unterschreibst, dann ist es nur eine Aufsichtspflichtverletzung. Dann ist es vorbei, weißt du? Natürlich ist alles Spekulation, ich kann nichts beweisen. Und wenn Sie nicht unterschrieben hätten, dann wäre der Fall noch offen und ich könnte weiter ermitteln. Und ich versichere Ihnen, früher oder später hätte ich es Ihnen nachgewiesen. Mit Ihrer Unterschrift ist der Fall abgeschlossen. Leider.
6 Wochen beißen wir uns an denen die Zähne aus und sie schaffen das nur in einer Stunde. Das muss man ihnen lassen, Maler. Ihre besonderen Fähigkeiten sind schon sehr effektiv. Eigentlich ist daran gar nichts Besonderes. In diesem Fall habe ich mich nur an meine eigenen Erinnerungen bedient. Daran, wie wir eine Familie beschattet haben. Ein braves, liebes Kind und seine scheinbar fürsorglichen Eltern. Aber letztlich Menschen, die ihre wirren politischen Überzeugungen über das Wohl des Kindes gestellt haben. Menschen, die nur ihr eigenes dogmatisches Weltbild sehen und nicht das, was für ihren Jungen wirklich wichtig und gut ist. Menschen, die ihr eigenes Kind aus diesem System herausreißen wollten. Aus seiner Heimat. Seinem Kollektiv. Seinem Vaterland. Und wie wir dieses Kind davor bewahrt haben.